Oh, lecker. Moin, moin, Alter. Herzlich willkommen zurück zum Bausimulator. Ja, beim letzten Mal haben wir ja unser Gefährt gerettet. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal schnell den Auftrag beenden, weil wir wollten ja eigentlich einen Garten bauen für irgendein Haus, was es noch nicht gibt. Aber im Endeffekt machen wir das jetzt nochmal eben zu Ende. Als nächstes müssen wir einen Baucontainer besorgen vom Baustoffhändler. Wir haben das andere Auto noch nicht umgewackelt, ne? Dann müssen wir das auch nochmal eben machen. Vielleicht können wir das jetzt sogar mit dem hier machen. Wir fahren mal rüber. Hier vorne steht noch unser Bagger. Moin, Bagger. Alter, was ist denn hier so ein Stau? Ich weiß gar nicht, wieso hier so ein Stau ist, Alter. Da ist das Objekt. Der Plan ist jetzt, ich fahre da einfach gegen. Machen wir nochmal. Ja, nur ein bisschen mehr Dampf muss das. Es muss ein bisschen mehr Dampf haben. Wir bringen uns mal eben in Position. Kommt hinten was? Nö, gut. Und jetzt rein. Rein in die Ol... Kalle, ты говно собачье. Засранец, ты вонючий, блядь. Анонист, чертом, сука. Будь ты проклят. Тряхну я всю твою темню. Ты злоб вонючий. Мерзавец, негодяй. Удо, ich hab die Schnauze voll, wirklich. Ihr wisst, was jetzt kommt, Leute. Wir müssen den Bagger holen, ist doch ganz klar. Ich finde ja schön, dass diese Geräte hier auch multifunktional einsetzbar sind, Alter. Ja, da kann man hier wenigstens auch mal so ein Auto umwackeln und das ist doch ganz cool, ey. So, das staut sich ja schon ordentlich hinter mir, du. Засранец, вонючий. Udo, lass mich doch mal machen, ey. Ja, ich weiß, dass ich das hier ein bisschen verbockt habe, aber ich versuche ja, mir wenigstens irgendwie zu helfen, Mann. Negadjai. Ja, komm, hör auf. Ich würde den von hinten einfach anschieben, würde ich sagen. Mach mal hier beiseite, geh mal weg. Du, ich brauche jetzt hier mal den Platz. Sorry. Ja? Du kommst eh aus Fuchsberg. Oh. Hallo, sorry, ne? Wir können gleich weiter. Danke, Herbert. Ulrike, grüß schön. Uwe, nächste Woche, ne? Kommst du in den Baggermodus? Und jetzt würde ich den so einfach... Oh, scheiße! Der hat einfach Gas gegeben. Ja, so geht's natürlich irgendwie auch. Aber kann ich den jetzt schon wegfahren? Kannst du mal eben weg? Ich habe jetzt eben gesagt, ich brauche hier den Platz. Jetzt habe ich das wegen dir nicht richtig hingekriegt hier. Puh, welcome back schon wieder hier. Immer der gleiche. Siehst du meine Kralle? Das ist die Todeskralle, Alter. Und mit der zerkratze ich dir jetzt deine Hütte da. So. Oh. Wie vom Geisterhand steht er wieder. Wieder ein steht er. Jetzt die Stunde der Wahrheit. Jawollek. Ja, moin. So, was ich eigentlich machen wollte, machen wir nämlich jetzt. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Der Bagger ist ja jetzt hier. Ach, bin ich doof. Das Witzige ist ja eigentlich, will ich auf einer ganz anderen Baustelle mit diesen Geräten arbeiten. Und ich mache hier meine eigene Baustelle irgendwo in der Pampa, Alter. Ich habe das mit dem Bagger jetzt ja schon ein bisschen drauf. Das ist wie mit den Ladies. Das Baggern kommt über die Routine. Ja, wird immer besser. Jetzt heben wir den Bums hier an. Der Plan ist jetzt einfach hier hochzuziehen. Und jetzt müssen wir wieder aus dem Baggermodus raus. Jetzt sind wir wieder casual unterwegs. Und jetzt fahren wir ein Stückchen vor. Und mein Plan ist, dass ich den dabei dann anhebe. So Hebelwirkung. Ja? Also, wer ist hier der Baggerprofi? Ich sag's, wie es ist. Na. So. Safety first. Sicherheit ist das oberste Gebot hier auf der Baustelle. Besorge einen Baucontainer vom Baustoffhändler und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Baustelle. Sonst waren wir immer beim Kutschi drüben, haben die Scheiße ja weggebracht. Jetzt sollen wir einen holen. Kalle West, Alter. Lass mal einen bauen, Alter. Ui. Zu wem müssen wir denn? Müssen wir zu ihm? Fragen wir mal nach. Ach, warte mal, wir sind beim Kieswerk.
Ist er ja ganz falsch. Wir sind zum Baustoffhändler. Und der ist ja direkt bei uns vor der Nase. Oh, Mensch, Kalle. Hast du aber wieder deinen Kopf im Bagger gelassen, Alter. Links und rechts gucken. Kommt nichts. Oh, kommt doch was. Ah! Moin, Herr Heiniger, da sind wir wieder. Du, wir brauchen heute mal ein Containerchen. Ja, hast du da was im Angebot? Perfekter Mann. Arigato, Alter. So, den klammern wir jetzt hier einfach wieder drauf. Wir haben das ja geübt am Bahnhof. Wo muss ich denn hier? Ich habe das doch letztes Mal so gut gemacht. Guck mal, hier sehe ich das viel besser. Wir fahren wieder unser Gerät aus hier. Ja. Ja. Gib her. Siehst du, diesmal warten wir auch ein bisschen mit dem Gewack. Diesmal warten wir auch ein bisschen, bis er sich da fertig gewackelt hat. Das sitzt wie eine 1, sag ich euch. Nochmal zur Kontrolle. Sieht 1A aus. So, jetzt wackeln wir die Sache rüber. Mach mal weg den Container. Ein bisschen weiter vorne. Ja, si, senor. Und weg. Perfekt. Baggere den markierten Bereich aus. Kalle, ты чё вообще дебил? Udo, ich weiß, dass der Bagger da hinten steht, Mensch. Ananis, чёртом. Ja, was soll ich denn machen? Ich musste doch meine Geräte da wieder aus dem Dreck ziehen, da, den Karren da. So, dann fahren wir jetzt mit dem Bagger mal eben wieder zur Baustelle und dann haben wir's. Hinter mir ist schon wieder ein bisschen Stau. Aber das ist so. Ja, wenn man mit dem Bagger über die Street cruised, Alter. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen. Innerorts fährt so ein Bagger vor euch rum. Mit 4 km/h, Alter. Ich hab Vorfahrt, ne? Ist dir klar. Du bleibst da stehen, Alter. Ist hier auch noch was? Nee. Ich hab hier wirklich mal Zeitdruck. Gut. Ab in den Baggermodus. Runter in die Grube. Und aushebeln das Loch hier. Schön. Da haben wir schon ein bisschen was drin. Perfekt. Wir drehen uns. Wir fahren die Scheiße dahin. Wir gehen in den Baggermodus. Baggern kann ich, ne? Die Ems da oben. So, gleiches Spiel nochmal. Gabel ausfahren hier. Rein in die Grube. Schön das Ding ausleeren. Zack. Ich bin einfach ein absoluter Baumeister hier. Ich bin Kalle der Baumeister. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Wirklich. Ich weiß, wie der Lachs löppt. Das ist mal so richtiges Bauarbeiterfeeling. Jetzt buddeln wir hier so ein Loch und die Leute gucken schon aus dem Fenster und denken so, ach Mensch, der Kalle, oh, der baggert wieder. Finde ich gut. Ist doch viel zu sauber hier, Alter. Lass mal einen baggern, Alter. Gute Arbeit soweit. Willst du weiter baggern? Nein. Besorge einen Container von der Baustelle und transportiere die Ladung in den markierten Bereich Kieswerk. Jetzt müssen wir wieder zu Kutscher. Zieh hoch die Scheiße. Zack. Haben wir drauf. Und jetzt ab zu Kutschi. Moin, Kutschi. Moin und herzlich willkommen. Nee, heute nicht, bitte. Sorry. Ich gehe jetzt regelmäßig zum Sport und bin auf Diät und Ernährungsumstellung und alles. Heute nicht, sorry. Tut mir leid. Das muss doch was sein. Ja, musste durch. So, jetzt stelle ich die Kacke hier wieder ab. Guter Auszubildender. Du kannst einen Hilfsarbeiter einstellen. Uiuiui. Zweimal Rollrasen vom Gartenhandel und transportiere die Ladung in den markierten Bereich Baustelle. Und dann sind wir offensichtlich fertig. Wir sind jetzt hier am Absetzkipper. Hol nochmal schnell den Rollrasen und hoffen, dass unterwegs nicht wieder ein Malöchen passiert, Alter. So, da sind wir. Hallo, Gärtnerfrau. Ich brauche Rollrasen und zwar 2. Tsching. Was habe ich denn jetzt wieder da gemacht? Bumm! Oh! Alter, Bottle Flip! I am the one. Sehr gut! Rasen ist da. Man kennt das immer so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich drin bin. Ich war nicht ganz drin. Ja, perfekt. Das sieht doch gut aus. Ladung befestigen. Denn Sicherheit ist das oberste Gebot auf der Baustelle. So, jetzt schnell zur Baustelle fahren. So. Ja. So, jetzt müssen wir noch eben die Ladung hier entsichern, Alter.
Okay, beruhig dich mal, Herbert. Ja. Plum, plum, plum. Katsching! Geil, jetzt haben wir es geschafft. Auftragsabrechnung, kleinere Gartenarbeiten. Alles geschafft, top-notch, ohne Probleme, alles hinbekommen. Oh. Auf einmal steht ein Haus. Ja, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Das war es erstmal wieder mit dem Bausimulator. Nächstes Mal gucken wir mal, ob wir mal auf eine Großbaustelle fahren oder so, ne, Alter? Wenn euch der Bums hier gefällt, abonniert gerne den Kanal. Und ansonsten noch einen schönen Tag, Alter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.